Ja, Leute, von wegen. Da lasse ich hier die paar Sekunden noch laufen vom Training und dann haben es doch noch welche geschafft und haben einfach weiche Reifen drauf gemacht, die Säcke. Naja, sei es drum. Das Gute daran ist, dass es trocken ist, dass wir vielleicht jetzt im Qualifying auch es trockener haben werden. Und ich bin sehr gespannt, wie es aussieht. So, jede Sekunde wird das Geheimnis des Wetters gelüftet und es ist Qualifying hier auf dem Circuit trocken. Der Catalunya in Barcelona geht. Na Mensch. Vorhersage Schauer. Unser Tempo sollte locker reichen, um die Quali zu schaffen. Ja, ich denke auch. Dann gehen wir mal ins Setup. Ich lasse auch das Standard-Setup dran drin. Das sollte eigentlich okay sein. Es reicht auch, wenn wir hier erstmal immer nur Reifen 1 verbraten. Die anderen brauchen wir erst zum Ende. Das passt schon. Gut. Also Q3, neuer Reifen natürlich, neuer Satzreifen. Aber Q2 können wir auch noch den nehmen. So, natürlich fettes Gemisch, selbstverständlich. Das bringt auch nochmal ein paar Zehntelsekunden. Vielleicht sogar eine Sekunde oder noch mehr. So, und dann würde ich sagen, geht's einfach mal los mit Runde 1, Q1. So, DRS gibt es auch, im Regen ja nicht, aber wenn es trocken ist. Es wackelt irgendwie so ein bisschen das Bild, ne? Was ist denn da los? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Oh, scheiße. Gut, dass es Q1 ist, da ist es egal. Wie gesagt, da könnten wir auch rückwärts fahren. So, das ist hier eine mordsmäßige DRS-Zone. Ja, wenn er sagt Regenrisiko, ne, da läuten dann schon so ein bisschen die Alarmglocken. Das heißt halt schnellstmöglich raus. Schnell eine Runde mit trockenen Reifen, also mit den weichen bzw. den harten Reifen, den Slicks drehen. Und dann kann es ja sein, dass bevor die Konkurrenz dann eine vernünftige Runde hinlegt, dass es dann auch schon anfängt zu tröpfeln und dann haben die natürlich keine Chance mehr, aber... Naja, das passiert so selten. Ich glaube, das ist noch nie vorgekommen, während ich F1 spiele. Dass das wirklich mal, hoppla, dass es wirklich mal so ist. So, deswegen würde ich sagen, lassen wir es mal zu Ende laufen. Da sollte nichts mehr anbrennen. Eine Sekunde. Im ersten Sektor, die wir gewinnen. 1,2 Sekunden im zweiten Sektor, die wir verlieren. Und wieder 1,1 Sekunde im dritten Sektor, die wir wieder gewinnen. Daraus resultiert dann 1,2 Sekunden Vorsprung vor Nico Rosberg. Der scheint in dieser Saison echt deutlich besser zu sein als Hamilton. Ich habe keine Ahnung warum. Vielleicht wird das... Wenn man eine neue Karriere, eine neue Saison startet, vielleicht so vom Computer gelost. Aber im, naja gut, die letzten Rennen in einer richtigen F1 war ja auch immer in den Qualifyings zumindest besser. So, was macht Sainz eigentlich da weit vorne? Kann mir das mal jemand erklären? So, Hamilton auf den Primes. Der wäre auch sonst, glaube ich, noch ein bisschen schneller.
Und Rosberg hat uns dezent um 17.000stel Sekunden auf Platz 2 gedrängt. Aber gut, wir sind ja sowieso, hatten hier und da mal einen Fehler. Also, sagt natürlich überhaupt gar nichts aus. Deswegen würde ich sagen, Vorhersage, da steht auch wieder was von Regen. Also, wir nehmen hier die alten Reifen wieder. Sparen wir uns den Satz mal ein. Und dann können wir eben nochmal ganz kurz gucken. Wettervorhersage, da steht auch immer nur noch Temperatur. Es wird ein bisschen frischer, ein paar Grad, aber ansonsten passt es eigentlich. So. So, dann kannst du mal losgehen. So, und mir fällt gerade ein, dass ich gar nicht das fette Gemisch habe, ne? Das stellen wir eben nochmal ein. Aber wie gesagt, hier ist es nicht so wild. Und ich glaube, selbst so dominant, wie wir die Qualifyings zumindest fahren, dürfte das auch selbst bei Q3 keinen großen Unterschied machen. Also keine Ahnung, warum die Konkurrenz da so ein bisschen am Pennen ist, aber gut. Nächstes Rennen übrigens in Monte Carlo, glaube ich. Nach Spanien kommt, glaube ich, immer Monaco. Bin ich mal sehr gespannt. Da mussten wir ein bisschen zumachen, ein bisschen auf die Bremse gehen. Das war dann nicht die perfekte Linie, die wir dort hatten. So, das passt. Und dann bin ich mal gespannt. Und ich hoffe auch, dass das Rennen morgen ein bisschen länger wird als das letzte Rennen. Weil das war ja echt ein bisschen doof. So, dann würde ich sagen, ja, wieder alles Sicherheitsabstände. Rosberg 1,7 Sekunden dahinter. Und ich bin gespannt, ob es bei Q3 jetzt auch trocken bleibt. Denn sollte eigentlich der nächsten Pole hier überhaupt gar nichts im Weg stehen. Eine schöne Schnapszahl hier als Abstand zu Platz 2. Rosberg jetzt auf 3, hat sich hier schon verbessert. Knapp hinter Ricciardo jetzt und knapp vor Bottas. Von Hamilton erwarte ich eigentlich noch was und Rosberg, der kann sicherlich auch noch ein bisschen schneller. Also zumindest eine 1,26er sollten die locker schaffen hier vorne hinter uns. 1,26,9, ja, ganz knapp. Rosberg, ja, 1,26,2, 1,26,6. Also so ein bisschen loslegen tun die da jetzt schon. Aber das ist alles noch, naja, nicht so richtig ernst zu nehmen. Dann würde ich sagen, dass wir dann jetzt einen Satz frische Reifen nehmen für Q3. Und dann gucken wir uns das mal an. So, genau. Der ist schon ausgewählt. Perfekt. Das Team denkt mit. Und ja, dann würde ich sagen, ab auf eine Runde. Und dann gucken wir, ob es schon wieder so dominant wird wie in den Qualifying und Trainings davor.
Okay, beim Training waren wir knapp hinten. Erst sah es ja gut aus, aber die haben auch geschummelt, weil die dann ihre Trockenreifen hatten. Und wir unsere Intermediates. Na, abkürzen, aber in der Einführungsrunde ist das noch okay. Oder Warm-up-Lap heißt es, glaube ich. So, aber jetzt geht's los mit Q3, erster Versuch. Ah, da müssten wir häufiger mal vom Gas runtergehen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir da durchziehen können, aber das gibt die Kurve leider nicht ganz her. Hier waren wir dafür ein bisschen spät auf dem Gas, da hätten wir ein bisschen schneller rumkommen können. Oh, für Warnung Kurve abgekürzt. Naja, eigentlich hat uns das nicht viel Zeit gebracht. Ganz im Gegenteil. So, ich denke aber mal, das sollte es für die Pole Position gewesen sein. Bis auf die eine Stelle am Ende war es eigentlich fehlerfrei. Und jetzt hört auf mit eurem, es ist zu langsam. Oder wir müssen die Geschwindigkeit, die Schwierigkeit hochstellen. Das ist auch doof. Solange wir 13 Punkte Rückstand haben, brauchen wir da nicht nachdenken. So, dann würde ich sagen, lassen wir das mal laufen und dann gucken wir mal, wo die Konkurrenz ist. So, eine halbe Sekunde. Rosberg, also da müssen wir vielleicht nochmal nachlegen. Ja, ist in der Garage, vielleicht kommt er auch nochmal raus. Also Hamilton muss ja auch noch eine Runde hinlegen. Ich würde sogar fast sagen, wir machen das auch. Denn auf die halbe Sekunde, da will ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf verlassen. Deswegen nehme ich hier schon mal so, den nächsten Satz frische Reifen. Und dann gucke ich mal, ich denke mal so bei 2 Minuten können wir rausfahren. So, und dann würde ich sagen, ab auf die Strecke und dann sind wir mit einer der letzten, der sich nochmal verbessern kann. So, direkt erstmal Reifen dreckig machen, das ist immer gut. So, ey, was ist denn los mit dem Auto? Kriegt ja gar keine Kurven gerade. So, Rosberg. Mal gucken, ob der Rosberg sich noch verbessern kann. So, für uns geht es jetzt erstmal auf die letzte Runde. Und dann wäre natürlich cool, wenn Rosberg zwischendurch uns überholt und wir dann direkt kontern. Dann hätte es sich richtig gelohnt, dass wir hier nochmal rausfahren. Da wieder ein bisschen verhalten gewesen. Hier sind wir, haben wir gut rausbeschleunigt. So, weiterhin Rosberg 2, Raikön 3.
Raikön aktuell WM-Leader. Aber auch nur 2 Punkte vor den Silberpfeilen, glaube ich. So, und das war eigentlich eine ganz ordentliche Runde, bis auf das Geraschel eben. Hier musste ich leider rechts ein bisschen fahren, sonst hätten wir die Kurve gar nicht mehr erwischt. Hat jetzt aber nicht so viel Zeit gebracht oder auch nichts gekostet, glaube ich. Und es ist sowieso keine schnellere Runde als eben. Knapp dahinter, 2 Zehntel waren wir langsamer. Aber es ist trotzdem die Pole Position. Sehr schön. Hamilton nur auf 5. Das ist eine kleine Überraschung. Ja, und nächste Folge geht's dann hier weiter, Leute. Macht's gut. Bis dann.